Hallo zusammen, hier ist wieder Hojala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Achievement hier in der Bastion. Und zwar geht es hier um den Erfolg, was der Bastion im Gedächtnis bleibt. Und dieses finden wir unter Quests und dann Shadowlands. Und hierfür müssen wir in der World Quest nicht vergessen, alle erzählten Geschichten von den folgenden Charakteren lesen. Und das sind insgesamt 8 Stück. Das Achievement ist ein bisschen langwieriger, denn ihr müsst die World Quest x-mal absolvieren und dementsprechend immer so ein bisschen Glück haben, dass ihr einen unterschiedlichen von diesen 8 Typen bekommt. Ihr könnt immer nur eins abschließen, heißt, Minimum 8-mal müsst ihr die World Quest machen, eventuell wesentlich öfter, wenn ihr öfter die gleichen habt. Jetzt war es vor Patch 9.05 so, dass es halt ziemlich random war, welche dort waren. Man konnte zwar zwischen War Mode on und off switchen und hat da dementsprechend teilweise andere bekommen, aber einer hat noch gefehlt, und zwar Clea. Die habe ich heute gleich als erstes nach dem Patch bekommen. Und mir wurde jetzt auch gesagt, dass es anscheinend jetzt so sein soll, dass man Server hoppen kann und dementsprechend, wenn jetzt auf seinem Server der falsche am Start, also ihr habt zum Beispiel Pelagos und Pelagos braucht ihr nicht mehr, dann könnt ihr euch auf andere Server einladen lassen und könnt dann dementsprechend auf dem anderen Server einen richtigen Mob haben, den ihr vielleicht noch fürs Achievement braucht. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wo wir genau sind. Wir sind nämlich in der Bastion auf den Koordinaten 55, 62 und da haben wir dann die World Quest nicht vergessen. Die kann, wenn dann hier oben spawnen oder hier unten, dann wenn sie unten spawnen, sind halt hier unten die Rollen und wenn sie oben spawnen, sind sie halt hier oben, ne? Und das funktioniert quasi folgendermaßen: Ihr habt so Rollen, die könnt ihr einfach anklicken und wenn ihr die Rolle anklickt, dann habt ihr unten immer so einen Dialog und dann habt ihr jetzt, hier sagt der eine Typ jetzt einen Dialog, ne? Und dementsprechend, welchen ihr hier unten habt, zählt es fürs Achievement. Bei mir war es halt so, dass man sich x Rollen von der gleichen oder vom gleichen anhören muss und dann kriegt man dementsprechend hier wieder eins abgehakt. Heißt, wenn ihr euch da jetzt zum Beispiel Clea noch fehlt oder ein paar andere und die World Quest am Start ist, geht her, klickt es einmal an, guckt, ist es der richtige und wenn es der falsche ist, dann könnt ihr euch auf andere Server laden lassen. Das macht ihr, wenn dann, indem ihr Leute auf anderen Servern kennt, die euch einladen oder ihr geht zum Beispiel hier unter Quests rein, gebt hier Bastion ein und dann werden euch alle Gruppen in der Bastion eingezeigt, da klickt ihr einfach drauf und könnt dementsprechend ein bisschen hoppen. Ihr könnt auch versuchen, War Mode on und off umzuschalten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nach dem Patch damit auch noch geht, aber das wäre auch nur eine Option, die ihr probieren könnt, um dementsprechend hier einen anderen von den Typen zu kriegen. Bei mir hat es jetzt tatsächlich 4 Monate gedauert, dass ich das Achievement fertig bekommen habe. Erst mit dem Fix vom Patch 9.05 habe ich das Ganze jetzt erspielen können. Ich hoffe, dass es bei euch ein Ticken schneller geht, aber ich würde euch raten, hier immer mal jeden Tag ein Auge drauf zu werfen, ob die World Quest am Start ist und eventuell die dann mitzunehmen, weil das ist halt eine langwierige Sache. Also da lohnt sich tatsächlich ein Auge drauf zu werfen. Gut, das waren die Infos, die ich euch geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen sei damit geholfen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.